Da sind wir wieder, die Fallout Legends mit dem Stick 01. Moin. Der Lexi, der die Kamera noch runterladen muss. Hallöchen. Erik übrigens auch. Dann haben wir den Boss Waldbau dabei, der den Tipp gegeben hat. Hallöchen. Der Jetzt-Gnome. Hallo, guten Abend. Und der Harpo-Sänger. Der Lucifer. Hallo. Hallo. Und der Nexus. Hallo. Ja, die Katrin ist auch da. Und die Katrin ist auch da, genau. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, wow. Und wir sind gerade wieder bei Strahlenschlägerei. Wir machen heute mal wieder so eine lustige Folge. Endlich mal wieder Fallout 76. Wir wollten eigentlich was anderes machen und dann sind wir hier backen geblieben in einem Gespräch und ich bin begeistert, dass das so ist. Wir haben einfach zu viele gute Spiele und es macht einfach wieder Spaß, mal so zum alten Stamm zurückzukehren. Ich weiß noch, es gab mal Zeiten, da hat Erik die Geschütztürme hier immer repariert und wenn einer das nicht gemacht hat, dann hat der Stubenarrest gekriegt. Was mache ich nicht? Der eine Turm ist schon mal kaputt. Da war keine Baupläne. Ich habe keinen Baumaterial dabei. Oh, es wurden 4 von 4 Ärzten gesammelt. Also Belohnung zu 4 von 4. Das ist doch gut. Das ist doch super. Der Lexi ist in meinem Team, Jawolski. Lexi, hast du deine kleine Püppi mit reingebracht? Ja. Sehe ich gerade. Boah, die explodiert gerade alle. Boah. Eine Plünderin ist umgebracht worden. Wer war das? Ah! So, wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Das sieht gut aus. Aber wir machen die Explosion. Geh doch mal weg hier, du blöder Kuh. Schlaf. Oh, Alter. Da unten noch was. Juhu. Ja, ich heiße Katrin. Juhu. Weiß nicht gleich da unten rein in die Seuche. Keine Ahnung, was du meinst. Gut, ich hab alles. Ich kann raus. Erstmal alles aufessen. Hat jemand draußen sein Camp? Frage. Ne, hier draußen nicht. Das ist ein Bunker, mal hier diese komische Station da. Aber ich bin Stufe 8 auf dem Patch. Erik? Erik? Ja? Ich schmeiß dir wieder alles hin, ne? Was? Nicht hier, aber ne, mal sehen, ja doch. Quincy, du bist sowas von überladen. Überladen geht's gar nicht. Ich bin auch überladen. Erik, pass auf, ich schmeiß das hier oben auf den Bunker hier, auf die Waschanlage hier rauf. In die Ecke. Den ganzen Schotter, Erik. Das ist ja unglaublich. Mal kicken, wo hier der Herr Quincy. Bauplan Kryptidenjäger Dschungelhut. Nice. Das sieht lustig aus. Hammer. Echt jetzt? Ja, das ist das Ding, was ich aufhabe. Warte, gucke ich mir gleich mal an. Ich habe es erstmal angeklickt. Das ist ja cool. Warte, ich schmeiß mir alles hin hier. Hier kannst du kicken. Ich wollte gerade einen Blinddarm. Warte, ich bin gerade mal. Warte. Ja, nice. Das erinnert mich ja an Crocodile Dundee. Ist denn hier schon wieder die ja. Alles aufessen, nichts übrig lassen. Man soll nicht liegen lassen. Ach, ist Lexi schon wieder beim Leichenschänden, oder? Ja. Lexi, das ist unnötig. Wir liegen ja genug rum. Ja, warum nicht? Mein Spiel ist abgestürzt. Es wollte nicht mehr. Dann starte neu, das ist ja nicht schlimm. Nee, ich ist mir heute auch, Marvin, habe ich ein paar Mal auch gehabt. Wir haben heute alle ein bisschen Pech. Ja, trotzdem ausführen. Marvin hat mir ein Virus geschickt. Dankeschön. Ehrlich, danke, Marvin. Vielen Dank, du. Ich habe kein Virus. Du hast das gleiche eben gehabt, ne, Nexus? Ja. Komm rein, Dominik. Ich will dein Gesicht sehen. Er will dein Gesicht sehen.
Ach so, mein Arsch? Okay, das kannst du gerne sehen. Alter! So, seh jetzt! Seh jetzt zu! So, Erik, pass auf, den Schotter hau ich dir hier hin. Dann hau ich dir, warte mal, Erik, pass auf. Oh, ich geh, Erik, ehrlich, ehrlich, Erik, was soll ich dir sagen, Erik? Okay, hat's geklappt? Ich hab's installiert. Ja. Und wie kriege ich es jetzt auf? Du gehst jetzt mit der rechten Maustaste oben auf die Zeile Livestream, Achtung, Aufnahme. Wer war das? Nexus. Ach, der startet neu. Yeah. Ja, mit Rechtsklick habe ich mal gemacht. Und dann müsste sich ein Menü öffnen. Unten TS3 Video. Also rechte Maustaste. Gehst du rechts klar, dann öffnet sich ein Pulldown-Menü. Und dann gehst du da und also ganz... Ja, das macht's. Und dann geht ein Menü und... Freund hat deinen Channel betrieben. Channel aufstellen, Sub-Channel, Channel editieren. Und da ganz unten müsste TS3 Video stehen bei dir, wenn du es installiert hast. Nö, ist nicht da. Mach installierst du mal nochmal bitte. Ne, das müsste gehen, das ging auf Anhieb eigentlich. Deswegen, also. Er hat die Beta-Version. Hat er denn die falschen runtergeladen oder was? Nicht den Client? Nein, er hat die Beta-Version vom Teamspeak, deswegen geht's nicht. Er muss die neueste haben. Also du hast den Teamspeak noch nicht abgedatet. Was ist jetzt los? Den musst du auch updaten. Hier, Erik, den ganzen Schotter, den kannst du hier alles haben hier. Ich schmeiß hier mal alles hin, Erik. Keine Ahnung, was du meinst. Please close all running. Ach, da ist der Dolmig, ja. Ich komm gleich wieder, ich probier das nochmal. Meine Kamera. Ja, keine Panik auf der Titanic. Meine Kamera ist heute irgendwie ein bisschen blöd. Ey, ja, hier in diesem Ding ist es blöd. Das sieht auch bei mir alles so doof. Das sieht im Discord ein bisschen besser aus. Ja, so sei ja. Dann mach dir mal keinen Kopf. Wer haut mich? Ich brauch hier ein Camp vor der Strahlenschlägerei, so ein kleines Minicamp da. Ich bin rausgeflogen und bin so, Erik, hier. Warte, jetzt bin ich fertig, Erik. Jetzt aber wirklich, Erik. Kann mir jemand bitte einen Bunker absetzen? Ich hab keinen Schirm. Bitte, Erik. Das ist nicht viel, Erik. Ist ganz wenig. Wenn du eine Dashbox suchst, die steht ja in der Steinschlägerei drin. Ja, neuerdings ja. Was? Ja, klar. Oben, wo der Ausgang ist. Oh, wow. Ich will nicht sterben. Hilf mir, Alter. Ich heiße Katrin und bin auch wieder da. Sag mal, wie viele Haarklammern hab ich denn hier? Ich habe über 1000 Stück dabei. Oh Gottes Willen, nee. Ich habe auch so viele. Warte mal, Willi, wieso hat Willi jetzt kaum noch Rechte? Willi hat kaum noch Rechte hier. Ich muss Willi erstmal wieder diverse Rechte geben. Jetzt bin ich wieder da. Hast einen neuen Teamspeak runtergedown-dingstet? So, warte. So. Jetzt müsste eigentlich gehen. Extras. Dann gehst du auf rechte Maustaste, bei Extras ist es ja, da brauchst du nicht drauf, das ist unten. Du gehst jetzt mit der rechten Maustaste, gehst du jetzt auf den Kanal, Livestream oben, Achtung. Da gehst du mit der rechten Maustaste drauf, wo in dem du jetzt bist, ne? Ja, ja. Dann öffnet sich Browser, 3D-Sound und so weiter. Ganz unten steht TS3-Video, sollte. Nee. Alter. Ja, ja. Stand bei mir auch nicht, ich weiß aber, wie du es beheben kannst. Du musst TeamSpeak nochmal neu starten, danach musst du in normalen Dings, wenn du oben in Einzeltalk, wenn du reinkommst, da kannst, es war bei mir eben gerade auch so gewesen, da musst du drauf drücken und dann müsste eigentlich das funktionieren. Einzeltalk? Ja, wenn du gleich reinkommst, den Talk meine ich. Und Rezeption? Ja, die Rezeption, ja. Freund hat deinen da kannst, es kann sein, dass es funktioniert. Channel Freund geswitcht. Hat deinen Channel betreten. Und was soll er jetzt hier machen? Funktioniert nicht. Bei dir auch ne? Hier steht Name, Passwort, bla bla bla. Du bist doch im Dings drin. Quatsch. Rechte Maustaste, dann kommt das Menü und dann auf dem Dings. Ich mach den Foto, damit du es glaubst. Ja, ich glaub dir das. Dann zeige ich dir auch, dass ich auf der neuesten Version. Nee, das glaube ich dir. Ich verstehe es noch nicht. Das müsste doch gehen hier. Also rechte Maustaste und dann geht das Joiner. Ah, hier ist noch irgendwas anderes faul. Plugin konnte nicht geladen werden. Aha!
API-Version ist not irgendwas. Ach, ja, irgendeine API-Geschichte. 26, ja, ja. Aktuell 25. Alles klar. Das ist jetzt ganz neu. Das hatte ich auch gehabt. Alles klar. Na gut, ich nehme euch mal wieder mit runter. Also Lexi, Nexus, das hängt mit der API-Version, die da bei denen nicht neu ist. Ah, scheiße, ja, dann liegt's daran. Also ich habe gerade geguckt, dass Quincy das 3.6.0 Version, weil mit der Erik hat da genau das gleiche und er hat nichts. Er kann bei Channel erstellen, da bleibt der hacken und das hat er nicht. Irgendwas stimmt da nicht bei denen. Dann kann es auch möglich sein, dass er. Ich hab bei mir die komplett nagelneue Teamspeak gesund. Die komplett nagelneue, die vor. Letztes Mal aufgeploppt ist bei mir auf Teamspeak. Ja, hab ich. Und damit funktioniert es aber auch irgendwie. Geht mal her und tut's nochmal installieren. Und lass dabei den Teamspeak mal kurz geschlossen. Den musst du eh schließen, sonst installiert das nicht. Ja. Bei mir habe ich das Teamspeak nicht geschlossen. Ich bin nochmal reingekommen und dann hat es funktioniert. Gut, das macht ja nichts. Jetzt sind wir bei Teamspeak. Ja, ja. Gut, wir lassen das mal weg, weil so. Ich kriege meine Kamera auch nicht anklopfen. Alles gut, ja. War das Katrin eben? Katrin. Ich hab das gewusst, dass das Katrin war eben. Dann lassen wir das jetzt einfach auch mal dabei. Ich gehe dafür jetzt mal. Nexus, ist alles gut bei dir? Das ist alles live und auf dem Let's Play drauf. Hast du ihr das erzählt? Ja? Hast du ihr erzählt, dass sie im Fernsehen ist? Ich hab echt Pippi in den Augen, ey, jetzt gerade. Er lacht dich aber gerade. Ich sehe das ja. Ach du Scheiße. Nein, ich heiße Katrin und bin Katrin. Oh, ehrlich, ey. Ich hab gerade Tränen in den Augen vor Freude. Ihr seid auch unmöglich. Ja, das ist normal. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir dürfen das. Wir dürfen das, ganz klar. Nein, Quincy, es geht nämlich um morgen. Alles gut. Das ist eine schlimme Sache und ja. Es geht alles um morgen? Ja, morgen. Ich es geht um morgen? Ich darf nicht. Ja, es geht um morgen. Oh, hat's noch nicht verstanden? Nee, aber ich sofort auf Schnachrissler. Hey, Dominik! Ja, das ist so ein spontaner Stream. Ist mein Getränk schon alle? Verdammter Mist. Ja, ist schon. Warte, du siehst nix. Du siehst nix. ja, ich hab's. Ich hab nix gesehen und ich hab nix. Oh, nee, da. Ja. Weiß nicht, was ich gemacht habe. Keine ich Ahnung. Ihr habt's gesehen, ne? Ich hab den aber. Ich bin Mimimi. Wieso ist die Kiste? Wenn Lexi jetzt mal wieder da ist, ne? Ich war letzte Woche wieder mal 3 Tage in Königstein. Ich hab schon überlegt, ob ich mal nach Dresden kann. Zum Lexi? Ja. Die Nummer 8 ist da, aber die Nummer 8 ist keine Ahnung wo, auf einer anderen Stadt. Aber man weiß ja immer nicht, wie der halt arbeiten muss. Nee, wollte ich gerade sagen. Ja, muss mit Lexi absprechen, ne? Wieso? Achso. Eben habe ich hier auch schon keine klaren Bilder mehr gesehen. Ah, ich will mal was im Stream zeigen, Leute. Jawohl, ich habe hier ja was heute. Ich habe ja. Vielen Dank an Bumba Bumba. So, jetzt zeige ich nochmal ganz kurz was. Ich habe heute noch einen neuen Kollegen kennengelernt aus Dänemark. Ein Spieler, ein Freund, das war der, wie nannte sich der? Der Follow Gamer, glaube ich, ne? Oder der Fool Gamer. Genau, der Fool Gamer. Ich kann dir noch einen jemanden jetzt gerade zeigen. Ein guter Kollege, aber der ist gerade noch mal im Hauptmenü. Katrin oder wie? Nee. Du bist gar nicht zu sehen. Früher war es mal besser zu sehen. Bülent Zülan haben wir hier drin. Dann haben wir den Lexi, den Jatzgnom, der neue Sitz und der Stick 01 ist online. Hallöchen. Da sitzen wieder alle. Nee, das ist Asterix. Ach, ich wusste. Das ist Asterix. Asterix?
Wenn so Asterix nicht. Kuchen in drei Teile. Wieso geht die Nebelmaschine nicht? Welche Nebelmaschine? Vielleicht können sie gerade. Bei mir ging gerade die Nebelmaschine nicht. Ich hab die gerade angeschalten. Also ich habe jetzt hier mal den Werwolf hier im Gruselhaus. So, wenn einer noch Schrott braucht. Ich stehe hier Cognac und kann nicht laufen. Gut, Achim, wenn du Cognac stehst, dann Erik. Ich brauche Metall. Genau, da. Irgendeiner braucht Metall. Ja, dann muss er zur Mülldeponie wiederkommen, wo wir eben die Dings gemacht haben. Genau. Oh, da steht Erik, Quatsch, da steht Achim Cognac. Ja, den kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Nee, kennt den Spruch nicht, aber ich kenne den. Ich kenne den, aber nicht den. Ganz Mann. Ruhig, Junge, nicht stottern. Ganz ruhig, mein Junge. Ich bin heute so lost, Alter. Na. Nee, das Wort sage ich jetzt nicht. Na. Mach dir nichts draus. Ich bin heute ein bisschen Fahrrad gefahren heute, 15 Kilometer. Wow! 50 Kilometer! 15, letzte Woche bin so. Ich 80, also 100 Kilometer gefahren. Ja, wollte gerade sagen, bist aber mehr darf schon ich, gefahren, ne? Darf ich dir mal sagen? Aber das hat bald ein Ende, weil ich habe im September habe ich meinen Autoführerschein. Ja, das war cool. Marvin, mach mal das. Warte, mach mal das. Mach mal Finger. Welche Finger so. Hier, oder was? Mach mal den Finger hoch. Jungs, ich war jetzt aber noch mal den anderen hoch. Verlassen. Ja, ja klar. Willi, erstmal cool, dass du dabei gewesen bist. Das andere mit der Kamera und dem Teamspeak, das kriegen wir alles noch vernünftig abgedatet in einer ruhigen Stunde. Wir waren in Ruhe auch mal in den Griff, ja. Aber schön, dass du dabei warst, Willi. Ich wünsche dir dann eine gute Nacht. Ja, gute Nacht erstmal. Ciao, Willi. Tschüss. Ich stehe da, wo ich Strahlenschlägerei war. Da steht Achim Cognac. In drinne, ja. Da steht der Cognac. Ja, ich komme. Ich schmeiß jetzt gerade alles weg hier. Das ist Juto. Digga, das ist Juto. Das ist doch schön. Ja, Achim, ich bin da. Die Katrin ist schon da. Freund hat deinen Channel verlassen. Hast du einen neuen Gaming-Stuhl oder was? Wer, ich? Ja. Habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Sieht nice aus. Hat er auf dem Sperrmüll gefunden. Wenn er bequem ist und jetzt... Warte, ich mach mal zwei. Ich habe jetzt im Gruselhaus meine Plüschviecher nicht zeigen können. Toll! Freund, deinen Channel betreten. Jetzt reinkommen. So, bin gleich fertig. Cognac ist jetzt reingekommen hier. Cognac? Ich kenne den Cognac nicht. Erik, warst du draußen eben? Kannst du nehmen viel? Hast du? Ja. Boah, hast du da schon wieder für Schrott eingesammelt für mich? Na, alles, was hier war, so rum, so Cognac rum. Jetzt kann ich wieder laufen. Jetzt bin ich überführt, danke für nix. Dann musst du schnell eine Kiste bauen. Oder laufen, bis zum Bahnhof. Nee, darf ich dir mal sagen? Ich bin überladen. Mhm. Meine Kiste ist schon wieder stoppevoll. Mann, ist das ein Cheat-Crown. Da kriegst du hier die Figuren nicht weggeräumt, du. Ach, Bethesda, warum macht ihr das nicht hier? Oh komm, ich mach mal eine Atombombe machen. Warte, ich muss hier gerade meine Kinder... Oder mach ich jetzt eine Atombombe? Nee, mach ich nicht. Wollte zu jemandem die platzieren, aber lass es mal lieber. Lieber nicht, wa? Ja. Dominik, ich weiß, was du vorhast. Nein, dich nicht. Ich meine jemand anderes. Der tot. Der sich noch immer noch aufregt, wieso noch ein zweites Camp von denen ist. Ne? Cool, er antwortet nicht, das ist so gut. Ich weiß nicht, was du meinst, Marvin. Du meinst mich, ja? Nein. Doch, ich hab dich herausgeschaut. Nein. Du kannst sogar Quincy fragen. Komm mal nicht. Wenn ich mein Auto hab, dann fahr ich mal zu dir nach Ding hoch, ne? Ach so, okay. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Akustisch. Und jetzt haut's hin, ja. Wenn ich im September meinen Autoführerschein hab, dann fahr ich mal zu dir mal hoch. Klar, machst du. Und besuche dich. Kannst du gerne machen, ich bin nicht zu Hause. Weil ich nämlich nächste Woche Ferien habe. Und dann bin ich auch nicht am PC. Ne, das ist ja auch normal. Ja, bei wem bin ich denn? Ach,
weiß ich. Sommerferien sind ja auch wieder in 18 Tagen. Freund hat deinen Channel verlassen. Erik hat schon wieder getrennt. Ach, Erik ist dabei, sein Teamspeak gerade ist klar. Ja, ja. Ja, lass Erik Erik sein. Erik ist eher die Erik. Na? Raketensiloplan? Hab ich da noch Platz hier drin? So, hab jetzt alles wieder aufgebaut. Mein Camp ist wie neu. Holoband? Flitscherfahren. Herr Präsident, Sie können mal gerne vorbeikommen, wenn Sie Bock haben. Komm gleich rein. Freund hat deinen Channel besucht. Hallo Erik, Mensch. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Katrin. Oh, und? Das ist diese API-Geschichte, ne? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin nicht der Mensch. Erik, da quatschen wir in aller Ruhe durch. Erik? Da gibt's doch unter Teamspeak 3 Video, da drunter eine andere Dings. Das war bei mir vorher auch. Ich habe einfach das da drunter genommen. Probier mal das. Ja, das untere hier, Join the Public Server. Ja, das muss ich. Habe ich aber auch, weil das obere geht nicht, nur Join Public Server. Weiß nicht, von wem das Camp ist. Da steht einfach bloß Quincy. Was? Join? Wo steht hier Quincy? Nee, das Camp, wenn du mal auf Karte guckst. Da steht neuer Sitzcamp, steht da. Nee, bei mir steht da dein Name. Da steht neuer Sitzcamp. Na klar hast du das Camp. Anzeige, klar hast du das. Nee. Was er gemacht hat, weiß ich ja. Aber das funktioniert nicht, weil er das nicht eingeschaltet hat. Das sieht nur er. Ach so. So wie ich bei mir das Weiße Haus als Weißes Haus genannt habe. Das ist nur für dich zu sehen. Ich weiß, was du gemacht hast. Jetzt. Ja, ja. Aber das, nee, das funktioniert nicht. Schade. Ja, sehe ich genauso. Aber, was ist, das finde ich aber wirklich scheiße. Also, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich hab ein bisschen mal wieder rumgebaut, sagen wir mal so. Ein bisschen Langeweile gehabt. Oh, ist doch cool. Du wohnst hier in Watoga? Das habe ich gar nicht gewusst. Wohne ich seit neuestens. Ehrlich? Die anderen Camps sind alle kaputt gegangen. Die hatten ein A-Punkt-Punkt. Den Namen kann ich gerne sagen. Das war ein Scherz von ihnen, das weiß ich. Ein Herr Harry gemeint hat, eine Atombombe zu schmeißen auf mein Camp. Was? Weil wir uns gegenseitig geärgert haben mit Atombomben. Ja, gut, okay. Soll ich auch mal mitmachen, Dominik? Nein! Hier wird kein Camp mehr zerstört, Donnerwetter. Hallo, das Camp habe ich gerade wieder aufgebaut. Ich weine ja nur. Warte, ich gehe mal B-Silo. Das machst du. Weißt du, was du meinst? Achso! Versuchst du, kann den keinen drauf schmeißen. Ja, wo bist denn du? Jetzt guck ich gerade. Wo ist denn der? Aha! Ich weiß, wo er ist. Ich hab sie gerade zusammen markiert. Aha! Nee. Doch, ich mach's jetzt. So. Du kannst ja mal eine kleine schmeißen. So ganz kleine erst. Eine ganz kleine, genau. So eine... Okay, mach ich. Lange Weile müsst ihr haben. Ne? Haben wir. Deswegen ist ja der Livestream. Ja, nee, haben Langeweile. Wir haben immer Langeweile. Wir wollen uns immer gegeneinander ärgern. Der kleine Lexi läuft hier auch rum, die kleine Lexi-Püppi hier. Ja, das hatte ich auch schon mitbekommen. Geht denn das Baumini nochmal auf? Wir müssen mit V. Wir müssen mit Lexi unbedingt hier mit Lexi, Harry und allen drum und dran diese Kamerageschichte demnächst mal. Das machen wir aber offscreen. Ach, hat ja, Harry ja auch wieder eine Kamera? Harry hat eine Kamera. Ja, Harry hat auch eine Kamera. Echt? Da muss ich jetzt mal Harry im Schutz nehmen. Wann hatte die? Oh, die Harry, und der sieht attraktiv aus, der Bengel. Da. Ich will den auch mal sehen. Harry ist sexy. Ich hab Lexi ja noch nicht mal gesehen. Okay. Hallo? Das hat Quincy gesagt. Guck mal, ich hab Lexi auch noch nicht gesehen. Heute nicht. Ich weiß auch nicht, wie der aussieht. Genau.
Nee, das machen wir mal offscreen, weil das hat jetzt, glaube ich, keinen Zweck hier. Das kriegen wir eh nie hin. Das ist Murphys Gesetz, wisst ihr doch. Murphys Gesetz, das ist ja wie auf Arbeit, ey, ja. Da kommt doch jedes Mal Murphys Gesetz zum Einsatz, wenn was ist. Das ist normal, ja. Ja. Oh, ist das schön. Außerhalb, ich bin nicht außerhalb des Baubereichs. Das ist Anzeigefehler. Alexi, hier sind wir schon lange nicht mehr rumgesträucht, ne? Es macht doch Spaß da, die Ecke, wo du bist, Renzi. Ja, habe ich denn was anderes gesagt? Doch, du hast dich rumgemeldet. Ja, okay, ist ja gut. Wenn ich einen Supermutanten zubereite und esse, ja gar nicht gesehen. Bin ich dann ein Kannibale? Nein. Dann bist du ein Supermutantenesser. Hier, ist auf. Entschuldigung. Kann ich dich irgendwie heilen? Nee, ne? Ich ersteche keine Leute. Da wird die Klinge zu schnell. Echte Harrys. Ich ersteche keine Leute. Wann waren wir mit Kamera drin? Schmeckt wie radioaktive Hunger. Agi war letztes Mal bei Discord sogar mit Kamera drin. Ich hab mal vor lauter Hunger einen Kumpel von mir gekauft. Das war's aber Quincy nicht, weil Quincy schlafen, schlaf gemacht hat. Genau. Dann der aus. Mit Katrin. Wie eine Katrin halt aussieht. Dominik, richtig. Sag mal, müsst ihr euch mehr ärgern, Kinder? Ihr kriegt gleich beide Stubenarrest, wenn das so weitergeht hier. Donnerwetter nochmal. So, wenn das so weitergeht, dann kann ich hier mit Fusionskernen auch bald handeln. Meine Güte. Braucht jemand welche? Ich habe noch 200 Stück im Lager mit einem alten Account. Boah, Alter, sag mal. Schlaf das. Da schenke ich dir lieber einen verbrannten Wolf. Nee, weißt du, wen ich vorbeibringe? Die Polizei vor deiner Haustür. Ja, ja, Werner. Werner! Alle Gule sind tot und eliminiert. Wo ist denn Quincy? Keine Ahnung. Horst, wo bist du? Der Quincy ärgert den Lexi. Achso, na, hier ist eine Brandbestie, die ärgere ich. So. Und der Quincy ärgert den Lexi. Ich weiß nicht, wo Quincy ist. Ich wollte gerade ärgern. Der ist ja bei den Lexi zu ärgern. Sag mal, bringt ihr mich hier durcheinander oder was? Achim, sag jetzt mal was. Was macht der denn? Na, danke, Achim. Ärgerzeit? Genau, danke, Achim. Endlich mal. Endlich sagt mal einer was hier. Brandbestie hat hier eine Meierlerkönigin bekämpft. Weißt du was? Das ist doch gut so. Klar habe ich ihn gesehen. Warte, ihr könnt eigentlich zugucken, wie die Roboter Brandbeste bekämpfen. Kommt mal der so dran. Der Char, den ich gerade spiele, der heißt Katrin. Kein Spaß jetzt. Das ist ein neuer Sitz, ist das kein Aggressor drauf. Ich meine, der sieht so ähnlich aus, aber okay. Oh! Achtung, Packesel ist wieder. Da gehen wir hin. Schnell die Brandwärts hier fertig machen. Lexi, aufessen. Was ist das Packesel? Ein Event. Unten rechts, Escape und dann einfach anklicken, machen wir. Das macht Spaß. Das ist eine große Schildkröte. Das ist wirklich wahr. Ja? Ja, das bist du, wenn du auf Klo bist und nein, schreist. Das bin ich. Achso, okay. Ich soll dir mal auf den Kopf trampeln. Sag mal, haben wir schon wieder so lange gespielt, dass ich schon wieder keine... Ich brauche nachher unbedingt... Ich muss noch... also ihr müsst unbedingt Lunchpakete machen. Ich muss unbedingt, ne? Ich dachte, Level abmachen. 5 mm brauchst du. Hab schon 2 Level gemacht. Wenn ich da hinkomme... Ja.
Was ich muss schon wieder alle die Wirkung der Lunchpakete. Ja, ich war ja heute schon ein bisschen eher drin, Lex. Ich bin nur noch bei 5%, das ist gar nichts mehr. Obwohl ich artig geschlafen habe. So, hast du schon mal Lunchpakete bekommen? Eins, ja. Wie haben wir denn jetzt? Wie viel bin ich denn? Ja, 100% ausgeruht. Danke, reicht. Mehr braucht ihr nicht, wenn alle Bitte. Anderen nicht mehr. Ihr seid die Liebsten. Warte, jetzt kommen noch Pfeile. Pfeile kommen auch noch? Banner. Ach ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich wollte ein paar Händler aus der Gegend treffen. Die meinten alle so. Hey, danke. Los, sagt die Katrin. Wie hätte ich als junger Unternehmer und bester Bombenbauer weit und breit da widerstehen können? Die Typen stellten sich als Kultisten heraus. Haben mich überfallen und geklaut. Ich hab's gerade so überlegt.